Recht frei heraus. Meine Klinge wird euch schon zer... Das ist unschön. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Ihre Natur ist bereit, loszuschlagen. Stirb, Kreatur. Was? Keine große Herausforderung. Ich warte. Ja? Ja? Bacho. Muss wohl was anderes ausprobieren. Das Glück. Die Dienerin der Natur ist bereit. Wenn ich den Kunde weiß, ich warte auf eure Schuhe erledigt. Okay. Uff. Nett. Oder auch nicht. Ich warte. Wie man es nehmen möchte. Ich glaube, ich darf bei dem nichts wieder zurück in mein Einsprengsel und rasten. Da kann ich auch Cespina das Zeug in die Hand drücken. So, was haben wir als letztes? Violett. Ich hoffe, dass nichts Schönes passieren wird und drücke den violetten Knopf. Die Maschine zurrt und klappert. Ich kriege eine Kugel. Oh. Und Tote. Meine Klinge wird euch... Meine Klinge wird euch schon zeigen. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein, ich bin bereit. So, dann füllen wir mal Tränke nach. Heile ein bisschen auf Altmut schaut. Speichern. Gucken, was als nächstes bei Violett rauskommt. Fragt nur. Teufelsschatten. Da lade ich lieber mal. Ja? Hau mir das rein. Drück jetzt den violetten Knopf. Ich warte. Meine Klinge wird... Oh. Die Rache ist mein. Verprügel alles. Freue mich, dass Minsk schon einen Entzug gekriegt hat. Nächstes Mal. Ja. Immerhin hat keine Pfeile mehr. Verstanden. Was kann ich tun? Das ist mein.
Lebenskraft schon wieder. Als jeder Zirkus. Lebenskraft verloren. Ich werde es tun. Gut. Ich warte. Nun gut. Von der Maschine, violetter Knopf. Ja. Ihr habt es so gewollt. Die Rache ist mein nächstes Mal. Ja, zum Glück greifen sie. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Fragt, was immer ihr wir müssen bald ruhen. Wenn ihr es wollt. Zum Glück greifen sie hauptsächlich Talisa an, die einen Schutz hat. So, letztes Mal das mit dem violetten Knopf drücken. Ich warte. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Elementarleichnam. Alles auf Yahira, okay. Ich könnte jetzt wirklich ein gut, dass Yahira gelähmt ist. So, da hole ich mal 80 Kugeln aus. Okay, jetzt ist nur noch 79 Kugeln. Ja. Na, Keldon, deck mal auf. Vita, Fortis, Karre. Alle muss anständig. Ich muss wohl was. Vita, Fortis, Karre. Ihr zeigt mir, wo ich schmerzt. Okay. Todeswolke. Nächstes Mal. Ja. Elementarleichnam, also Leichnam allgemein böse. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Ja. Bacho. So, du noch Schutz vor dem Bösen vielleicht. Manus, Potentes, ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Oh ja, was ich noch gerne hätte, wäre der Zauberauslöser. Auf geht's. Und bei dir vielleicht ein Kettenzauber? So, violetter Knopf werden die noch zaubern. Der Geist ist Wind, mein Freund. Und da fängt das schon wieder an. Er hat sich das Leichnam gerade selbst gestoppt? Oder habe ich ihn gerade irgendwie unterbrochen? Das wäre lustig. Ach so, ich habe pausiert.
erwischt. Ich bin bereit. Keldon, wahrer Blick. Braucht ihr etwas? Harry, versuch mal Furcht zu bannen. Die Dienerin der Nack schon erledigt. Okay, Leichnam tot. Da ist er, wendet wie am Spieß herum. Wie das aussieht. Ist was los? Ich warte auf euren Befehl. Und ich habe kein Furchtbann mehr. Ich werde langsam. Das bringt natürlich nichts, wenn sie nicht mehr da ist. Können wir nicht eine Pause machen? Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamsterfüllig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt ein wenig nach Ruhe Pause. Wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Kannst du nicht, weil du rumrennst wie am Spieß. Aber wie du rumrennst, ey. Hallo? Hört es auch irgendwann mal auf? Hallo? Ja, aber gerne. Das wollte ich nicht. Ich will sie einkesseln. Minst mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Habt ihr jawohl, wie ihr wünscht. Also. Ja, fragt nur, was immer ihr wünscht. Ja, die vierfarbigen Kugeln, die vierfarbigen Werte verschwinden. Ein Schlüssel taucht den Boden auf. Ihr hebt ihn auf und verstaut ihn. Ja. Schlüssel des Verstands. Auf diesem Schlüssel ist das Wort Weisheit eingraviert. Ah, wenn das so weise war. Hm. Okay. Wir haben es aber auf jeden Fall schon mal geschafft, zwei Leichname gleichzeitig zu töten. So, das heißt wieder hier runterschrauben und hier Stufenaufstieg. Ergebnis des Aufstiegs, ein Haufen Trefferwürfe, ein Trefferpunkt, drei Sagenkunde, ein Zauber des 8. Grades mehr, einverstanden. Zauberschutz durchdringen oder. Nö, nicht unbedingt das Symbol der Furcht. Scheiße beschwören. Nö, machen wir Zauber durchdringen. Ich warte. Oh. Ich werde langsam müde. Habe ich die Einstellung wieder hoch? Ja, habe ich. Gut. Natürlich. Wir müssen bald ruhen. Dann gucken wir noch, was passiert, wenn ich den Schädel auf den Altar lege. Auf dem Altar befindet sich die Inschrift, die auf den Schädel eines dummen Kriegers hinweist. Ihr nehmt den Schädel des ewigen Kriegers aus eurem Rucksack und platziert ihn. Was kommt jetzt? Geisterkrieger, ihr spürt, wie ein kleiner Teil eurer Lebenskraft durch Raum und Zeit gerissen wird und dann abrupt in einem Körper landet, der nicht der eure eigene ist. Euer echter Körper scheint gelähmt, ja beinahe in der Zeit eingefroren zu sein. Eure Sinne werden durch eine seltsame doppelte Wahrnehmung schier überwältigt. Ein Teil von euch steht noch immer vor dem Altar, aber der andere Teil befindet sich im Körper eines Geisterkriegers. Ihr versteht instinktiv, dass ihr die Geistertafel auf dem Altar dazu einsetzen könnt, um den Geisterkrieger, in dessen Körper sich nun ein Teil eures Verstandes befindet, mental durch einfache Befehle zu kontrollieren. Ihr seht euch mit den Armen des Geisterkriegers um und stellt fest, dass ihr euch offensichtlich in einem Verlies befindet. Folterwerkzeuge hängen an den Wänden und in einer Ecke des Raums liegt ein Stapel Knochen. Okay, wird das hier jetzt ein Point-and-Click-Adventure? Das ist ja mal geil.
Den Raum durchsuchen. Die Foltergeräte an den Wänden sind einerseits seltsam faszinierend und andererseits abstoßend und ekelerregend. Abgesehen davon gibt es nichts Interessantes in diesem Raum. Norden oder Osten? Ich nehme mal an, mit Norden meint er das, mit Osten das. Gehen wir mal nach Norden.